So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es wieder um den Bereich Mikrocontroller-Programmierung. Und zwar das Projekt, was wir hier zeigen wollen, ist der Aufbau und die Programmierung einer einfachen Ampelsteuerung. Ja. Das wollen wir also machen, eine Ampel. Das wollen wir also machen, eine Ampelsteuerung. Wir haben unsere Ampel, na, rot, na, gelb haben wir dann und dann haben wir noch grün als Beispiel. Das Ganze soll dann so realisiert werden, dass wir die normale Ampelfunktion haben, also erst rot, na, dann nach einem entsprechenden Zeitraum kommt gelb, dann nach einem entsprechenden Zeitraum kommt grün. Zusätzlich wollen wir, dass wir hier noch ein akustisches Signal haben. Na? Akustisches Signal, deshalb gerade wenn wir beispielsweise eine Fußgängerampel haben, dann könnte es ja möglich sein, dass wir es mit sehbehinderten Menschen zu tun haben, die die Straße überqueren wollen. Und diese können dann diese Farben hier natürlich nicht wahrnehmen. Oder es könnte möglich sein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die farbenblind sind, die vielleicht verschiedene Farben gar nicht wahrnehmen können. Aus diesem Grund das akustische Signal, damit die überhaupt wissen, okay, jetzt kann ich über die Straße gehen, jetzt ist es sicher. Diese Ampelsteuerung werden wir mit Hilfe des Arduino-Boards Uno realisieren, beziehungsweise mit Hilfe des Mikrocontrollers Atmega 328 wird hier verwendet. Wie die Schaltung aussieht, da sehen Sie jetzt im Video ein Bild. So habe ich das Ganze aufgebaut. Da ich leider keine grüne Leuchtdiode zur Hand hatte, habe ich zur Not eine blaue verwendet. Dies ändert allerdings an der normalen Funktionsweise, so wie wir das Ganze hier aufbauen und programmieren, ändert das gar nichts. Ne? Anstelle dieser blauen Leuchtdiode können Sie einfach eine grüne Leuchtdiode nehmen und dann funktioniert das Ganze auch. Ich verwende einen kleinen Piezo-Lautsprecher, ne? Einen sogenannten Piezo-Schallwandler. Hat den Vorteil, der ist hochohmig und den kann ich direkt an den Mikrocontroller anschließen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der Mikrocontroller Schaden nimmt, weil an den Ausgängen des Atmega 328 kann ich nur Ströme bis maximal 40 Milliampere entnehmen. Aus diesem Grund sollte man hier aufpassen, was man anschließt. Wie gesagt, Piezo-Schallwandler hat den Vorteil, er ist hochohmig und er ist für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Wir können ihn also direkt anschließen ohne Vorwiderstand. Leuchtdioden, ganz wichtig, immer mit Vorwiderstand. Ne? Ich verwende hier einen Vorwiderstand jeweils von 200 Ohm. Die Schaltung sieht folgendermaßen aus. Ja, wir haben im Prinzip hier unsere Mikrocontroller. Mikrocontroller, wir haben hier Ground. Ja, ich zeichne das Ganze jetzt skizzenhaft. Hier haben wir, wie gesagt, unsere Vorwiderstände. Dann haben wir hier unsere Leuchtdioden. Einmal rot, hoppla, einmal rot, dann kommt als nächstes gelb und dann kommt grün. Ne? Wie gesagt, das Ganze mache ich jetzt hier nur skizzenhaft, dass Sie eine Vorstellung haben, wie das Ganze auch schaltungstechnisch aussieht. Diese Vorwiderstände, wie gesagt, habe ich hier mit 200 Ohm bemessen. Das ist in der Hinsicht ausreichend, schreibe ich hier hin. Und zuzüglich haben wir dann hier. Wie mache ich das noch ein bisschen deutlich? Haben wir hier noch einen Piezo-Schallwandler? Das mache ich einfach hier mit so einem Lautsprechersymbol. Na, das war nicht so schön. Machen wir nochmal. Also. So. Das soll dieser, wie gesagt, dieser Piezo-Schallwandler soll das hier darstellen. Piezo-Schallwandler. Wie gesagt, hat den Vorteil, der ist hochohmig und ich brauche keinen Vorwiderstand, kann das anschließen. Mehr brauchen wir hier nicht. Was wir hier realisieren wollen, ne,
ist im Prinzip ein endlicher Automat. Ne? Das heißt also, wir haben hier beispielsweise, haben wir hier den Zustand Rot. Das ist der eine Zustand. Da haben wir hier Gelb. Und dann haben wir hier Grün. In unserem Fall haben wir Blau, weil wie gesagt, weil ich leider keine grüne Leuchtdiode habe. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Wir haben hier einen endlichen Automat. Wir haben drei Zustände, Rot, Gelb und Grün. Und durch ein entsprechendes Ereignis können wir dann hier zwischen diesen Zuständen hin und her wechseln. Diese Zustände, diese Ereignisse, Quatsch, nicht diese Zustände, diese Ereignisse, ne, ist einfach eine gewisse Zwischenzeit, so nennt man das. Zwischenzeit. Eine gewisse Zwischenzeit, also so und so viele Sekunden, bis dann nach Rot-Gelb kommt und dann nochmal ein entsprechender Zeitraum bis nach Gelb-Grün kommt und so weiter. Und zuzüglich haben wir dann hier auch noch den Zustand im Prinzip oder was auch noch passiert, ein Ereignis, nämlich ein Ton wird ausgegeben. Das mache ich jetzt mal ganz einfach so deutlich, ein A. Und machen Pfeil dahin. A für Ausgabe, ne, soll bedeuten, es wird hier noch ein akustisches Signal ausgegeben, sobald wir bei Grün sind. Der Automat beginnt immer hier, wenn er gestartet wird. Wenn er gestartet wird, beginnt er hier immer bei Rot und wechselt dann entsprechend. Ne. Es gibt hier die sogenannte, bei einer Ampelsteuerung gibt es die sogenannte Umlaufzeit. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Die sogenannte Umlaufzeit. Oder wenn man jetzt gerade von der neuen Seite. Die sogenannte Umlaufzeit. Umlaufzeit. Damit ist Folgendes gemeint. Stellen wir uns vor, wir haben unsere Ampel. Wir haben hier Rot. Wir haben hier Gelb. Wir haben hier Grün. Dann beginnt das Spielchen von vorne. Wir haben dann hier wieder Rot. Dann haben wir hier wieder Gelb. Dann haben wir hier wieder Grün. Ja. So, hier mache ich mal einen Strich dazwischen. Ja. Das heißt also, als erstes Rot, dann kommt Gelb, dann kommt Grün nach entsprechenden Zeiten, die sogenannten Zwischenzeiten. Ja. Dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Rot, Gelb, Grün. Die Umlaufzeit ist jetzt die Zeit. Ja, zwischen hier und hier. Ja, das ist die Umlaufzeit. Das bedeutet, die Ampel wird grün. Ja, dann wird im Prinzip die Zeit gemessen. Sobald die Ampel grün wird, wird die Zeit gemessen, bis die Ampel dann nochmal grün wird. Ja, das heißt also, hier wird sie grün, dann wird sie wieder rot, dann wieder gelb, dann wird sie hier wieder grün. Und das, was dazwischen liegt, ist die sogenannte Umlaufzeit. Und da gibt es verschiedene Zeiten, die hier sehr stark vertreten sind, sind die Zeiten 45 Sekunden, 90 Sekunden und 120 Sekunden. Ne? 45 Sekunden, das ist eher nachts der Fall, wenn weniger Verkehr ist, damit die Autofahrer nicht so lange warten müssen. 90 Sekunden, 120 Sekunden, das ist eher tagsüber, besonders an dicht befahrenen Straßen. Da wird das Ganze länger ausgedehnt, damit also auch während einer Grünphase auch noch genügend Autofahrer und Autofahrerinnen die Möglichkeit haben, die Ampel zu überqueren bzw. die Straßen zu überfahren und nicht dann erneut warten müssen, bis wieder grün wird. Allerdings kann das von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland und so weiter, kann das Ganze unterschiedlich sein. Na, es kann hier sogar Fälle geben, wo man durchaus sogar 170 Sekunden, wo das durchaus 170 Sekunden sogar dauert oder noch länger. Das kommt immer darauf an, ob die Straße sehr stark befahren ist, insbesondere ob wir es mit einer Kreuzung zu tun haben, wo wir auch wieder Zwischenstraßen haben, die sehr stark befahren sind. Aber das sind so Zeiten, die sind sehr stark vertreten. Wir werden das Ganze mit der Umlaufzeit 45 Sekunden realisieren. Das habe ich mir dann folgendermaßen vorgestellt. Und zwar wird Rot. Rot wird für 20 Sekunden aufleuchten. Dann kommt Gelb. Für 2 Sekunden habe ich mir da vorgestellt. Und dann kommt Grün. Na, für 23 Sekunden. Beziehungsweise in unserem Fall Blau.
Ne? Weil, wie gesagt, ich habe keine grüne Leuchtdiode. Und über den Zeitraum von 23 Sekunden wird dann auch zusätzlich das akustische Signal ertönen. Akustisches Signal. Ne? So. Wie gesagt, das Ganze werden wir mit Hilfe des Arduino-Boards bzw. in C++ realisieren. Ne? Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass dieser Arduino-Compiler, den wir hier haben, dass das ein vollständiger C++-Compiler ist. Sie können also hier programmieren, so wie Sie es auch von C++ gewöhnt sind. Da wir es mit einem großen Mikrocontroller zu tun haben, der Atmega328 ist ein 8-Bit-Mikrocontroller mit 32 Kilobyte Programmspeicher und 2 Kilobyte ABAT-Speicher sowie 1 Kilobyte EEPROM. Das heißt also, wir haben auch entsprechende Ressourcen und könnten das Ganze sogar objektorientiert programmieren. Das wäre hier möglich. Wie gesagt, das ist ein vollständiger C++-Compiler, also kein Problem. Wir werden das Ganze allerdings imperativ programmieren, ne, damit Sie es auch auf andere Mikrocontroller übertragen können, bei denen das vielleicht nicht möglich ist. Ne, weil für objektorientiert zu programmieren, brauchen Sie einen entsprechenden Mikrocontroller, der die nötigen Ressourcen mit sich bringt. Fangen wir an. Als erstes einmal brauchen wir ein paar Definroutinen. Ne. Die Definroutinen schreiben wir deshalb, ne, um die Pin-Belegung festzumachen, um hier also entsprechende Bezeichner einzuführen, damit wir später im eigentlichen Programmcode wesentlich bedienerfreundlich damit umgehen können. Ich würde empfehlen, machen Sie das immer mit Definroutinen. Also hier der Bezeichner rot. Die rote Leuchtdiode ist bei mir am Pin 2 angeschlossen. Überall, wo jetzt der Compiler über diesen Bezeichner wo er diesen Bezeichner vortrifft, ersetzt er ihn automatisch durch die 2. Das hat den Vorteil, dass wir keinen Speicherplatz unnötig belegen. Es gibt auch im Internet gibt es zum Beispiel auch Quellcodes, wo das Ganze mit Variablen gemacht wird. Problem ist allerdings erstens einmal Variable, dann verbrauchen Sie den ABAT-Speicher des Mikrocontrollers, der ist in der Regel begrenzt. Und zweitens muss der Mikrocontroller dann jedes Mal, wenn er wissen muss, über welchen Pin läuft das Ganze, muss er jedes Mal erst einmal auf den Arbeitsspeicher, auf die Speicherstelle zugreifen, muss das Ganze auslesen und erst dann kann er damit arbeiten. Das ist also auch ineffizient von der Seite her. Aus dem Grund machen wir das mit den Definroutinen. Als nächstes brauchen wir Gelb. Gelb habe ich am Pin 3. Dann haben wir Grün, in unserem Fall Blau, aber gut, ich schreibe Grün. Das machen wir mit UE. Nicht, dass es Probleme mit dem Umlaut gibt. Grün habe ich, beziehungsweise Blau habe ich am Pin 4. Und dann haben wir noch den Ton. Schreibe ich einfach, hoppla, schreibe ich einfach Ton. So, und den habe ich am Pin 5. Bei dem Pin 5 haben wir auch eine Welle. Das heißt also, wir können auch hier entsprechende Signale generieren lassen. Ne? So, als erstes brauchen wir jetzt die Setup-Funktion übernimmt keine Argumente. Das dient einfach nur zur Initialisierung des Mikrocontrollers, um also, damit ihr also weiß, okay, dienen die Pins in dem Fall, die sind als Ausgang oder als Eingang oder was auch immer definiert und dass er dann später im eigentlichen Rahmenprogramm, das ist dann die Loop-Funktion, damit arbeiten kann. Also, da haben wir als erstes Pin Mode. Wir haben Rot. Das ist als Ausgang, ne? Weil wir ja hier ein entsprechendes Signal schreiben wollen. Dann haben wir, hoppla, dann haben wir hier Pin Mode. Haben wir dann hier, hoppla, haben wir dann hier Gelb. Das ist auch als Ausgang definiert. Dann haben wir noch zuzüglich Grün. Pin Mode Grün. Haben wir auch als Ausgang definiert. Und dann haben wir auch noch den Ton, der ist natürlich auch als Ausgang definiert. Wir haben hier nur Ausgänge, Ton und da haben wir auch Output. So, das war es schon, was die Setup-Funktion angeht. Als nächstes brauchen wir ein paar
weitere Funktionen. Wir werden das Ganze, wie gesagt, imperativ machen. Und zwar machen wir jetzt Funktionen einmal für Rot, einmal für Gelb, einmal für Grün, die dann die jeweiligen Funktionen beinhalten. Das heißt also, die Leuchtdiode, beispielsweise die Rotleuchtdiode, wird eingeschaltet. Ne? Dann beispielsweise, die bleibt dann für 20 Sekunden bleibt die an und dann soll sie wieder ausgeschaltet werden. Genau das gleiche Spiel haben wir auch bei der Funktion Gelb für die gelbe Leuchtdiode. Gelbe Leuchtdiode wird eingeschaltet, nach 2 Sekunden wird sie wieder ausgeschaltet. Bei Grün genau das gleiche Spiel. Grüne Leuchtdiode wird eingeschaltet. Des Weiteren wird auch der Ton auf unserem Pin 5 geleitet, dass wir hier ein entsprechendes Signal haben, damit also unser Piezo-Schallwandler einen schönen Ton erzeugt. Das Ganze läuft dann 23 Sekunden lang und dann wird die Leuchtdiode inklusive der Ton ausgeschaltet. Ja. So, diese Funktionen werden wir außerdem als Inline deklarieren. Inline-Funktionen. Inline-Funktion hat dann den Vorteil mit diesem Schlüsselwort, dass der Rumpf der Funktion, alles was ich jetzt im Rumpf schreibe, überall an der Stelle, wo der Compiler auf den Funktionsaufruf stößt, in Wirklichkeit in die Hauptfunktion, also in die Loop-Funktion eingebettet wird. Ja. Auf die Art und Weise sparen wir uns auch die ständigen Aufrufe der Funktion, weil ansonsten muss der Mikrocontroller nämlich aus der, das mache ich Ihnen hier mal gerade deutlich, stellen Sie sich vor, wir haben unser Rahmenprogramm, ne, also die Loop-Funktion. Wir haben hier die Loop-Funktion. So, und überall, wo er jetzt auf eine entsprechende Funktion stößt, zum Beispiel auf die Funktion Rot, muss er dann erstens einmal in den Arbeitsspeicher springen, muss hier auf die Funktion Rot zugreifen, beziehungsweise wir schreiben das groß in unserem Fall, weil wir ja schon klein die Bezeichner für die Pins gemacht haben. Da muss er hier erst einmal hineinspringen, dann wird hier irgendwas ausgeführt und dann muss er wieder zurückspringen. Genau das gleiche haben wir auch bei Gelb. Na? Er springt also dann in den Arbeitsspeicher, in die entsprechende Stelle, wo die Funktion steht. Also gelb führt dann hier irgendwas aus, dann muss er wieder retour springen. So, und dieses Hin- und Herspringen hier, das kostet uns Zeit. Ne? Und dass wir das Ganze etwas effizienter gestalten, machen wir das Ganze als Inline. Da wird der Inhalt, der hier in der Funktion steht, also hier im Rumpf besser gesagt, ne, der wird dann an der Stelle hier, wo der Funktionsaufruf ist, wird das einfach hineinkopiert vom Compiler. Uns hilft das Ganze hier allerdings, das Ganze sauberer zu programmieren. Ne? Also, wir haben die erste Funktion, die nennen wir Rot. Diese übernimmt auch Argumente im Übrigen, und zwar einen Zeitraum. So. Den geben wir hier als Integerwert an. Das sind dann später die Anzahl der Millisekunden, die rot eingeschaltet werden kann. Da können wir hier zum Beispiel noch weitere Definroutinen einbauen, ne, für die entsprechenden Zeiten festzulegen. Auf die Art und Weise kann man das Ganze dann auch ohne Probleme ändern und auf andere Ampelsteuerungen, vielleicht wenn man eine Ampel hat, beispielsweise bei der die Umlaufzeit dann statt 45 Sekunden 120 Sekunden betragen kann, kann man das dann hier ohne Probleme umändern. Ne? Also als erstes rot. Ne? Ganz am Anfang, wenn die Funktion aufgerufen wird, rot soll eingeschaltet werden. Also machen wir hier digital write rot und soll auf high geschaltet werden. Ne? Anschließend soll ein entsprechender Zeitraum x gewartet werden, ne? Unser Argument. Und anschließend soll dann hier einfach wieder die rote Leuchtdiode ausgeschaltet werden. Also setzen wir das Ganze auf Low. Das war's schon. Mehr soll hier nicht passieren. Die Funktion gibt auch nicht zurück. Wir haben hier den Datentyp Void. Das Ganze kopiere ich mir jetzt hier einfach, weil ich werde diese Funktion, beziehungsweise so wie der Rumpf hier gestaltet ist, werde ich sowieso nochmal brauchen für die nächste. Wir ändern das hier einfach um in Gelb. Und hier ändern wir auch das Ganze einfach um auf Gelb. Also jetzt für die gelbe Leuchtdiode. Hoppala. Gelb. So, das war's schon. Auch hier wieder Inline hat den Vorteil, dieser Funktionsrumpf, das was hier innen drin steht, wird dann einfach an der Stelle, wo wir die Funktion aufrufen, später in unserer Loop-Funktion, wird das einfach eingebettet. Das Ganze wird dann also auf die Art und Weise
von der Performance her effizienter. Das war dieses, ne? So, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir in die grüne Funktion. Schreibe ich grün. Wir ändern das hier wieder auf grün. Hoppala. Nicht so schnell, langsam. Dann verschreibe ich mich auch nicht. Grün. So. Und zusätzlich soll ja hier auch ein Ton ausgegeben werden. Ne? Machen wir hier ganz einfach. Sobald die grüne Leuchtdiode angeht, soll anschließend ein Ton aktiviert werden. Ne? Und zwar am Pin Ton. Hier gibt man dann noch eine Frequenz an. Das machen wir hier mit der Funktion Ton. Und zwar wird noch eine Frequenz angegeben. Und zwar habe ich da 800 Hertz verwendet. Ne? 800 Hertz. Anschließend nach dem entsprechenden Zeitraum, wichtig hier, der Zeitraum wird in Millisekunden angegeben bei der Funktion Delay, soll die grüne Leuchtdiode, in unserem Fall die blaue Leuchtdiode, ausgeschaltet werden. Und dann soll natürlich auch der Ton ausgeschaltet werden. No Tone machen, also den Ton ausschalten, machen Sie mit der Funktion No Tone. Hier wird dann einfach der entsprechende Pin angegeben, also Ton. Na? So, das wäre es schon. Das sind jetzt also unsere Funktionen, mit denen wollen wir arbeiten. Wie gesagt, die habe ich jetzt hier als Inline deklariert. Wenn Sie normalerweise mit C++ ein Programm schreiben, ne, für den normalen, herkömmlichen Computer, können Sie Inline im Prinzip weglassen, weil die heutigen Compiler so intelligent sind, dass sie selbstständig entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Ne? Und bei der Leistungsfähigkeit der heutigen Computer fällt das auch nicht besonders ins Gewicht, muss man auch noch fairerweise dazu sagen. Bei einem Mikrocontroller sieht es anders aus, da ist durchaus berechtigt, hier mit diesem Schlüsselwort Inline zu arbeiten. Ne? Jetzt kommt unser eigentliches Rahmenprogramm, also Void Loop. Dieses Rahmenprogramm wird vom Mikrocontroller, in unserem Fall vom Admega 328, immer wieder ausgeführt in einer Endlosschleife. Ne? So. Und da soll er jetzt nichts anderes machen, als in der Reihenfolge Rot, Gelb, Grün die jeweiligen Funktionen aufzurufen. Also hier Rot. Rot soll, haben wir gesagt, für 20 Sekunden aufleuchten. Also 20.000 Millisekunden. Ne? Wie gesagt, wir haben hier Delay, wir müssen hier mit Millisekunden arbeiten. Dann soll Gelb aktiviert werden. Für 2 Sekunden haben wir gesagt, also 2000 Millisekunden. Und danach soll grün aktiviert werden. Grün haben wir gesagt, 23 Sekunden, also 23.000 Millisekunden. Das war es an dieser Stelle schon. Ne? Wie gesagt, überall, wo jetzt hier, zum Beispiel jetzt hier bei Rot, ne, wenn er mit dieser Funktionsaufruf kommt, macht er nichts anderes, als entsprechend diese 3-Zeilen-Code an dieser Stelle hier einzufügen. Genauso hier bei Gelb. Oder bei Grün. Wenn er bei Grün hier trifft, macht er nichts anderes als diese, hier sind es 5-Zeilen-Code, hier einzufügen, entsprechend mit dem Argument. Und führt das Ganze aus. Für uns ist das Ganze hier besser, ne, weil wir hier sauberer programmieren können, das Ganze besser gliedern können. Ne, nur wie gesagt, es kann hier für den Mikrocontroller sehr ineffizient sein, weil er dann immer wieder in die Funktionen springen muss. Das können wir in dem Fall sparen. So. Dann gehen wir hier auf Überprüfen, das ist oben so ein Häkchen, da klicken wir drauf. Dann überprüfen wir, ob wir hier irgendwelche Fehler gemacht haben. Das sollte man vielleicht auch immer machen, vorher überprüfen lassen, ob alles richtig ist. Und erst dann schicken wir es an den Mikrocontroller. Und wie das dann aussieht, das zeige ich Ihnen dann ebenfalls. So, wie man hier sieht, funktioniert das Ganze schon mal. Unsere Ampel leuchtet also im Moment rot. Jetzt warten wir mal etwas. Jetzt sind wir auf gelb. Und jetzt wären wir eigentlich auf grün. Wir haben allerdings hier eine blaue Leuchtdiode. Und das akustische Signal geht auch auf, ne? Und jetzt müsste es auch gleich wieder ausgeben. Und das sind wir schon. Okay, das Ganze funktioniert also. Na, jetzt wird der ganze Vorgang nochmal wiederholt. So könnte man dann zum Beispiel den Mikrocontroller auch in eine Ampel einsetzen und könnte das Ganze dann steuern lassen. Na, okay. So, da sind wir wieder. Na, wie Sie also sehen, funktioniert unsere Ampel auch.
Wir haben das Ganze überprüfen lassen. Wir haben das Ganze jetzt auch rübergesendet an den Mikrocontroller. Die Ampel funktioniert. Gut, was den Ton angeht und so weiter, da lässt sich drüber streiten, ne? Aber unsere Ampelsteuerung funktioniert soweit, ne? Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen natürlich wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Besuchen Sie mich auch über Facebook. Dort finden Sie auch meine Videos vor. Dort können Sie auch natürlich Fragen stellen, falls Sie bei YouTube nicht registriert sind. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.